Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Fallout 4. Bei uns sind wir ein bisschen angeschlagen, also wegen Krankheit und so. Deswegen tut es mir leid, wenn ich. Oh, noch eine Patrone am Boden. Okay, 10. Koffer für Kryolator entsperren, Meister. Nett. Dich hole ich mir später. Oh. Das Schloss kriege ich nicht auf. Ich brauche Meister, Schlossknacker. Okay, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Das hat mir gerade, ja, eigentlich die Waffe hier da jetzt gerade gesagt. Cool. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade teilweise emotionslos klinge. Eben weil meine Stimme ein bisschen abkackt. Und ich will aufnehmen. Hey! Hey! Dann würde ich mal sagen, eins. Ja, das finde ich eine gute Technik. Und bei der Watz. Na schön. Ich glaube kaum. Und das Zweite. Geht alle liegen. Ihr seid doch alle nicht ganz dicht. Wie viele kommen denn hier angeflogen? Ich hoffe, mit denen war es jetzt. Solche kleinen Viechern, und vor allem wenn ich das hier mache, trifft man kaum noch. Man muss wirklich so schießen. Deswegen gehe ich lieber jetzt auf R1. So, haue den mit meiner Waffe 1 voll über den Kopf. Das tut den sicher auch nicht gerade so besonders. Links, schade. Dann muss ich wirklich rechts, um zu schleichen, wenn du dich verbirgst. Okay. Autsch. Geh weg! Stirb! Ach so, oben wird mir angezeigt, ob ich entdeckt werde oder nicht. Ist das alles, was noch übrig ist? Yep. Du hast es erfasst. Wow, jetzt kommen wir von der anderen Seite durch. Schraubenschlüssel. Nehmen wir alles. Schlosshammer. Kann man was ausrüsten irgendwie? Auf jeden Fall, man kann die Außenansicht bewundern. Und wenn wir ganz kinderfreundlich sein wollen, also ja, kinderfreundlich kann man dem nicht sagen. Zeige ich euch gleich noch was. Weiß ich nämlich auch. Oh, klar. Geh liegen. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat Nein. es jemand nach draußen geschafft? Ja, das ist jetzt die Frage. Und woher die Viecher kommen, ist dann auch noch die nächste Frage. Bautürsteuerung. Aber zuerst mal der P-Boy, glaube ich. Oder Skelett. Okay, beides. Wir haben jetzt ein neues Gerät. Oh ja, das erinnert mich an Fallout 4 beim Kollegen auf YouTube. Ein bisschen dreckig, aber hey. Geil. So. Jetzt haben wir unsere Daten indirekt. Zeitreisen für Anfänger. Okay. Das ist unsere Karte. Und Radio. Und natürlich unser Inventar. Ist hier noch was am Boden? Scheinbar nicht, was uns helfen könnte. Können wir den P-Boy so aktivieren? Ach so. Easy. So, jetzt. Ehering, den ziehen wir ab. Wir sind. Hä? Habe ich den jetzt auf den Boden geschmissen?
Ich hoffe jetzt mal, habe ich den wieder aufgehoben. Ich wollte gerade sagen, man kann nämlich so Sachen auch ablegen, aber eigentlich möchte ich nur abziehen, ne? Und euch das mal präsentieren. Guckt euch das an. So würde unsere gute Frau aussehen. Und jetzt stellt euch mal vor, wir ballern uns so durch die Hütten durch. Denn es ist kinderfreundlich, man sieht uns nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es in den Cutscenes auch so wäre. Wahrscheinlich. Dann wäre es nur, wenn die Cutscenes nicht kinderfreundlich, aber ansonsten könnten wir voll hardcore die Oberfotze spielen. Aber wir sind dazu nicht da, deswegen ziehen wir uns direkt mal wieder an und baut Türsteuerung aktivieren. Ist so ein geiles Nebenfeature, wie ich finde. Ich meine, wer kann von sich sagen, dass er ein Fallout durchgespielt hat? Nackt. Warum zurücktreten? Ich möchte jetzt da hoch. Nein, nicht. Aber springen kann ich nicht. Doch, mit Dreieck. Cool. Yeeha, Geronimo, drüber jumpen. Wir können alles. Und wie kommen wir jetzt da raus? Clear? Bist du sicher? Wir gucken gespannt aufs Tor. Wir werden nach hier hingebracht. Cool. Und wie kommen wir dann wieder raus? Oder kommen wir hier wieder mal rein? Also wie kommen wir dann sicher wieder mal rein, oder? Kann man dann immer wieder da rein oder wie ist das? So, wir wären jetzt hier angelangt. Bei, möchtest du etwas ändern? Name, Special Attribute ändern. Nö, fertig. Den Wald verlassen. Wir könnten das ganze Geface neu. Du kannst jetzt mal die Klappe halten. Wir könnten den ganzen Körper neu modellieren oder hier könnt ihr den Charakter noch neu einstellen, falls ihr beim ersten Mal was falsch gemacht habt, weil es ja anders anfängt als jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Und so, falls ihr euch für was anderes Falsches entschieden habt, könnt ihr euch so noch ändern. Was ich sehr geil finde. Selbst euer Gesicht jetzt nach 200 oder wie viele Jahren wir eingefroren sind, vielleicht auch 1000 Jahre, keine Ahnung. Könnt auch 500 Jahre, ich denke nicht 10 Jahre, nie. Vielleicht 50, ja. Sorry für den Huster. Wir sind an Land. Mal gucken, ob sich da was geändert hat oder nicht. Jetzt habe ich gerade mein Controller vollgespuckt. Nicht mal absichtlich, Leute. Eben vom Husten her. Kennt ihr es vielleicht? Mann, ist es hässlich jetzt gerade. Hätte jetzt nicht sein müssen. Mal durchgucken hier. Und hier kommen wir. Wir sind hier durchgekommen. Können aber auch hier durch. Ist das eine Open World? Really? Fuck shit. Ich glaube, dann rennen wir hier mal eine Runde. Denn, ja. Klar, wir kommen nicht von hier, aber trotzdem. Ich weiß, unten kann ich Sachen angucken, weiß, wo ich durchrennen sollte. Aber vom Spiel sollte doch was angegeben werden. Außer sowas jetzt. Unten im Bildschirm. Also komm, lade auf mit deinen AP. Tischventilator, den nehmen wir mit. Kaffeekanne, Kaffeetassen.
Können wir für einen guten Zweck immer gebrauchen? Aschenbecher. Nochmal M-Patronen. 10 mm Patronen, cool. Springmesser nehmen. Warum nicht? Der PC ist im Arsch. Die Konsole ist definitiv im Arsch. Kommen wir hier hoch. Yeah! Das finde ich am coolsten, einfach so mal durch die Prärie zu jumpen. Können wir das? Hier drüber? Sieht mir nicht danach aus, oder? Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Komm. Kommen wir so drüber? Nee, kommen wir nicht. Mit diesem Ding, also mit dieser Steuerung kommen wir nicht so durch, wie wir gerne möchten. Entdeckt Sanctuary. Tor schließen. Haben wir denn hier? Aber es sieht schon heftig aus, was hier passiert ist. Gut, wir kommen nicht hoch. Kombi-Schraubenschlüssel. Okay. Eine neue Welt, ne? Ach so. Du gehst liegen, ne? Warum sollte ich einen Arzt aufsuchen, wenn die Strahlung mich... Jo. Damit muss ich einfach klarkommen, ne? Wir sind ein hartes Girlie. Das muss auch so klappen. Bei uns. Oh nee. Schlossknacken. Bewege die Haarklammer mit L. Mit R. Drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf einen Widerstand, lass los. Und positioniere die Haarklammer mit L neu. Wie macht man denn das? Aha. Geschafft. Also, ich bin ziemlich gut. Haarklammer. Radix, sauberes grünes Kleid. Warum nicht? Easy going. Erster Raid Action und wir haben's. Kühlschrank. Nur ein Naka Curry. Jam Jam russische Eier. Den Kühlschrank tun wir wieder mal zu und rasieren hier weiter. Mal gucken, was wir denn sonst noch so finden. Coole Sache. Wir rennen einfach mal mit einer Waffe rum. Wie ich Angst hätte vor euch, ne? Sonst noch irgendwelche Wünsche? Ich hoffe nicht. Ihr könnt froh sein, wenn ich euch nicht kaputt mache hier. Oh. Gartenstuhl. Nein. Entsperren. Och, das ist das lustige Teil. Das entsperre ich für. Ja. Komm, wir versuchen es für euch. Nee, das geht zu lange. Das habe ich nämlich für mich schon offscreen schon angeguckt hier, damit ich ungefähr weiß, ob ich da durch kann oder nicht. Also es ist nur hier hinten nicht gerade blind für mich. Denn da hinten kommt noch eine Brücke. Ja, ihr seht sie schon. Aber erst im nächsten Part, wenn es dann wieder heißt Fallout 4. Tiddle.